Herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Heute wollen wir euch die mobile Anwendung von eDreams vorstellen. Das ist die mobile Anwendung vom Online-Reiseunternehmen. Und wir wollen euch heute die einzelnen Funktionen vorstellen, denn man kann ja auf der Internetseite Flüge buchen, Hotels suchen und buchen und auch Flüge und Hotels halt zusammen buchen. Und es gibt da diverse Möglichkeiten. Und wir wollen euch hier die mobile Anwendung einfach mal vorstellen. Als erstes gibt es hier schon mal einen kleinen Slider, der zum Beispiel auf aktuelle Informationen hinweist, auf Neuerungen und so weiter. Oder auch einfach hier ein bisschen schick gestaltet. Zusätzlich gibt es dann hier die Möglichkeit, im ersten Tipp auf Flug suchen zu klicken. Hier kann man erstmal einen Abflug im Ort eingeben, zum Beispiel nehmen wir mal Berlin. Berlin und wir wollen nach Mallorca. Na, findet er nicht. Palma de Mallorca. So, und jetzt kann man hier natürlich noch die Möglichkeit hinzufügen, einen Multistopp hinzuzufügen, aber wir wählen einfach mal das Datum, Hinflugdatum, wann wollen wir denn fliegen? Ein bisschen im März, sagen wir mal, den 19. März und den Rückflug, den machen wir dann am 27. So, jetzt sind die wichtigsten Daten auch erstmal drin, also die Daten, wo wir fliegen, wohin wir fliegen und an welchem Datum. Und jetzt gibt es natürlich noch einzustellen, wie viele Personen mitfliegen, also zum Beispiel Erwachsene, eine Person, zwei Personen, wie viele Kinder, wie viele Babys. Sagen wir einfach mal hier ein Erwachsener und gehen hier auf Flüge suchen. Die Anfrage wird jetzt bearbeitet, da natürlich erstmal die Datenbank von eDreams hier durchsucht werden muss. Ich gehe aber davon aus, dass bei dieser Verbindung eigentlich was gefunden werden sollte. Da hier natürlich diverse Anbieter durchsucht werden müssen, kann das hier manchmal ein Weilchen dauern, aber es geht eigentlich relativ schnell. Und jetzt sind wir auch schon beim Ergebnis hier. Man hat jetzt hier natürlich noch die Wahl, die Uhrzeit auszusuchen und mit welcher Airline man dort letztendlich fliegen möchte. Wir haben hier zum Beispiel, jetzt muss ich mich kurz orientieren, hier sehen wir 207,95 Euro. Hinflug ist mit Swiss International, hier ebenfalls Swiss International Air Berlin. Also hier seht ihr, kann man sich jetzt quasi die Airline aussuchen und das hier ist natürlich sortiert nach dem Preis. Swiss International war, soweit ich weiß, das günstigste. Ja, und hier wählen wir jetzt uns einfach mal die Zeiten, die wir haben wollen. Wir wollen dann hinfliegen und den Rückflug wählen wir auch am 17.45 und gehen jetzt mal auf weiter. Jetzt haben wir schon mal diese zwei Daten hier gewählt und jetzt wird einem das Ganze hier nochmal angezeigt. Die Preiszusammenstellung und wie die ganzen Flüge exakt aussehen. Gehen wir nochmal auf weiter. Jetzt ist es natürlich noch wichtig, die einzelnen Passagierangaben hier hinzuzufügen. Anrede, Vorname, Nachname und die Kundendaten natürlich. Hier an dieser Stelle wollen wir das aber mal kurz unterbrechen, da man das dann natürlich zu Hause in Ruhe machen muss mit euren Daten und so weiter. Man kann jetzt in der Anwendung aber hier noch in Meine Reisen gehen. Dort werden dann die Flüge angezeigt, die man gebucht hat. Hier haben wir ja keine gebucht. Deshalb sind hier auch noch keine. In meine Daten kann man ebenfalls reingehen und zum Beispiel einen neuen Passagier anlegen und dann werden halt immer wieder diese Daten hier benutzt, wenn man den nächsten Flug bucht. Das war es aber von uns eigentlich. Das ist die mobile Anwendung von eDreams. Wir können es euch auf jeden Fall empfehlen, da hier mit einer Sucheingabe viele Dokumente durchsucht werden, viele Anbieter durchsucht werden und letztendlich bekommt man hier über eDreams meistens das beste Angebot. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.